Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, letztens haben wir den... Ich höre ihn glaube ich gerade. diesen komischen Langhals-Tutti überbrückt. Und damit ein großes Stück der Karte freigeschaltet. Ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge schon gezeigt habe. Ich glaube nicht. Wir haben jetzt diesen kompletten Bereich hier komplett aufgedeckt mit allen Tierarten und so. Wir müssen die Gebiete nicht mehr erkunden und so weiter. Und ja, wo wollen wir denn das nächste sehen? Wollen wir die Metallblume noch mitnehmen oder gehen wir gleich runter zur Brutstätte? Ja, okay, einen Schlenker können wir machen. Ich werde nicht jede Metallblume mitnehmen, aber wenn sie sich so anbietet, ich meine... Wie viele Meter sind das? Komm, das sind 100 Schritte, das kriegen wir hin. Wir gehen sogar gerade Richtung Hauptquest. So ein Ding, das ist unglaublich. Was ist das hier denn? Blümchen? Nee, ich will keine Schockwurzel. Ich mache keine Schocktränke, da kannst du mir... Kannst du mich mal getrollt am Arsch lecken. Dankeschön. Wenn man das mal so gut hochdeutsch aufstritten darf. Nein, bitte nicht. Geh weg. Ja, verliert bitte mal das Interesse an mir. Bin ich da aus? Nein. Okay, passt. Was ist das hier? Mann, Verderbnis. Ich weiß echt nicht, ob diese ganzen... Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Stun-Tränke so gut sind. Also diese ganzen Schutztränke gegen Verderbnis, gegen Schock, gegen Eis und so weiter. Wenn man wirklich gegen den Boss gegen... Oh, ich habe ja gar nicht gesehen gerade. Wenn man wirklich gegen einen Boss-Gegner kämpft, der wirklich heftig ist in einem Element und sich da Schutztränke macht. Okay. Aber nicht für die ganzen normalen Maschinen, oder? Ganz ruhig. Ja, ganz ruhig. Ist eine gute Idee. Ich muss darüber. Hä? Ach, da hoch! Wie soll ich denn hochkommen? Schön, dass die Palme jetzt erst aufgeploppt ist. Hashtag Framerate. Wie soll ich denn da hochkommen? Hä? Ihr seht mich mal alle nicht, ne? Ach, hi. Ein lieber Plünderer, haben wir lange nicht mehr gegen gekämpft. Mal gucken, was der noch so kann. Aua. Dann landet er doch ein Hit. Ja, okay, unser Nahkampfschaden hat sich deutlich verbessert. Ernsthaft? Seit wann ballert ihr mit Eis? Alter! So, das war's mit euch beiden. Und noch einer. Ach, das ist der Graue, habe ich von oben, der hier mit Eis ballert. Hi. Wo bist du denn, lieber Graue, habe ich? Das ist kein fucking Graue, habe ich, oder? Doch, ist ein Graue, habe ich. Ist ein Graue, habe ich. Ich kann den werden wir mal schön mit ein paar zu Springerpfeilen runterholen. Wo ist er denn? Herr Graue habe ich, wo sind sie denn? Ach da. Alter! Boah! Was? So, damit hast du deine ganze Panzerung verloren. Dann holen wir dich so mal runter. Ich will doch nur den Eisbeutel platzen lassen. Bleib doch hier jetzt. Aua. Du musst nur deinen Eisbeutel treffen. Dann, du weißt, dass du dann tot bist, ne? Komm doch hier mit deinem fucking Eisbeutel auf, wie zu sprühen. Oh, diese elendigen Spammer. Ich treff den Eisbeutel nicht. Kann er mal stillhalten? Jetzt habe ich ihn getroffen. Einmal zumindest. Aua! Jetzt kommt der Dulli hier auch noch. Mann! Jetzt kommen zwei von den Dullis! Okay, ich geh jetzt in Nahkampf. Das wird so nix. Der wehrt sich ja nicht mal. Okay, doch. Ich will die Tränke da oben ab runterschießen. Kühlbehälter. Hat der eine Dulli gerade vom anderen in den Kühlbehälter getroffen? So. Das war's mit dir und dann noch der schöne Grau habe ich hier. Alter! Was ist das hier? Ein Federvieh-Battle heute oder was? Ja, Mann! So soll das laufen bei dem Grau. Genau so und nicht anders. Schön. Ich sehe da drin was Lilanes.
Oder wo habe ich was Lilanes gesehen? Irgendwo habe ich gerade was Lilanes aufblitzen gesehen. Hier! Langbein! Verderbnisschutz! Das ist nice! Das ist nice! Das könnten wir sogar gerade mal draufpacken. Ich meine, wenn wir es schon haben, dann sollten wir es auch nutzen. Mann, ich habe zwei. Ich habe zwei drauf. Eisschutz. Und? Nahkampfschutz. Okay, ich meine, 19% Nahkampfschutz ist jetzt nicht so heftiger. Schockschutz. Ja, komm, Verderbnisschutz oder Schockschutz? Ich denke mir, wir werden noch ziemlich oft in verderbte Gebiete gehen, aber Schockschutz wäre auch nice. Mann, ich will mehr Sockelungen. Ich will 3 Sockelungen und nicht nur 2. Mann! Aha, wir müssen uns entscheiden. Und der hat auch noch Nahkampfschutz dabei. Der hat auch ein kleines Stückchen Nahkampfschutz dabei. Dann nehmen wir natürlich das hier. So, drauf. So, haben wir es ein bisschen gemoddet quasi. Ist das hier ein Heilungsblümchen? Ja! Muss ich erstmal wieder auffüllen. So, wo ist denn jetzt die Blume hier? Ich sehe schon die Kommentare. Jetzt fang doch nur du auch noch an, Blümchen zu sammeln und die ganze Zeit nur. Aber ganz schön bitter. Nein, wir machen Quests, Leute. Keine Sorge. Ich fange nicht auch noch an wie manche andere Leute. Nein, ich spiele jetzt nicht auf einen ganz speziellen YouTuber. Grüße gehen raus. So. Einsammeln tue ich trotzdem. Plunderer. Kann man verkaufen und zwar ziemlich gut. Der Nachteil an diesen komischen Zersprengerpfeil oder wenn man Sachen von der Maschine runterschießt, man muss die nachher immer aufsammeln. Mann. So, jetzt mal ohne Flachs, wie komme ich da hoch? Ich habe das Gebiet hier geklärt. Trotzdem komme ich da nicht hoch. Wo kommen wir denn hier hoch? Hier muss es doch eine Möglichkeit geben, geht's doch nicht. Hier vielleicht. Kommen wir jedenfalls hoch, okay. Es scheint eine Option zu sein, finde ich gut. Ich sehe, dass oben Lagerfeuer ist. Auf dem Berg? Ernsthaft? Okay. Da sollten wir aber auch eine mega heftig krasse Aussicht haben. Habe ich das Gefühl gerade. Ich weiß noch nicht, ob ich ganz draufklettern soll. Ist hier irgendwas? Was ist hier denn? Ist hier ein... Grau habe ich da. Was haben die hier im Dorf verloren? Alter! So, mal runter mit deinen ganzen Rüstungsteilen. Ich muss nachcraften, Alter. Ciao! Hallo! Hey! Ich erwisch dich nicht. Ernsthaft? Jetzt ist er tot. Nee, so geht das nicht. Ich brauch Zersprengerpfeile. Ach komm, die Schwerspeile sind teuer. Papier. Bin getroffen. Würde es ist mir wie ein Grau habe ich. Scheiße. So, dem gönnen wir einen. Die auch. So, kann ich mal Rüstung ablegen hier. Geht das so nicht. So. Haben wir's? Nicht ganz. Oh shit. Ja, da dachtest du, du könntest mich von hinten nehmen, oder wie? So geht das nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Du musst von dem Teil einfach nur den Eisbeutel treffen. Und zwar schneller, bevor sie dich treffen. Das ist gar nicht mal so einfach. Man muss quickscopen. Ja, versuch doch runterzukommen. Ja, komm, dreh dich um. Ich will doch nur deinen fucking Eisbeutel treffen. Mann. Du bist doch eh fast tot. Du bist tot. Und ich kaufe mal sicher selber nach. Und der letzte, da oben. Nee, nicht wegfliegen. Kumpel. So, der Eisbeutel liegt frei und drauf. Nice! Ciao!
So, Gebiet geklärt. Schön. Was habe ich bekommen? Grau habe ich Linse. Alles klar. Was ist das hier? Alte Trümmer. Hm. Alte Skulptur. Ach, da war ja was. Da war ja dieser komische Tutti, der die Skulpturen sammelt. In dieser einen Stadt, wie hieß die nochmal? Meridian, so. Oder hieß die Meridian? Die hieß Meridian, ja. Was ist das hier? War das hier oben mal ein Dorf oder so? Oder wenigstens irgendein kleiner Unterschlupf oder so? Weil es sieht so aus. Es sieht auf jeden Fall so aus. Jetzt gehört es den Grauhabichten. Wir haben schnell ein Reisepaket, finde ich gut. Okay, wir speichern den mal ganz kurz. Schön. So. Das nehmen wir mit. Gesundheit ist immer gut. Der Medizinbeutel ist wieder so zu Neige gegangen, das ist unglaublich. Ah. Wir haben die Folge nicht mit zwei Medizinbeuteln gestartet, ist mit zwei plus drunter. Oder hatten wir nur eins? Egal. Wir hätten auf jeden Fall mehr wie jetzt. Oh, und da ist auch die Metallblume. Nein, ich lese es mir nicht durch. Ich sage ja immer wieder, wenn ihr wollt, dass wir mehr durchlesen und so, ab in die Kommis damit. Oder müsst ihr halt in den Kommentaren ein bisschen aktiver werden. So. Wie kommen wir denn hier jetzt am schlauesten runter? Ohne zu sterben, wenn möglich. Das wäre... reizend. Ne, ohne Flachs, wie kommen wir hier runter? Also wir kommen auf jeden Fall nicht auf dem Weg runter, wie wir raufgekommen sind. Das kriege ich nämlich nicht hin, dafür bin ich zu... lame. Ist unten vielleicht Wasser? Irgendwo? Nee. Hier kann man abseilen, nice! Ja! Oh, shit! Bin tot. Ja gut, Rayon. Gut, dass wir umgespeichert haben. Ah, shit. Ich dachte mir, ich kann da so lecker dran springen. Ging wohl nicht, ne? Ging in die Hose. Leicht. Ah. Ich liebe die Pro mit ihren Speicherzeiten. Speicherzeiten, was laber ich denn? Ladezeiten, so. Das war irgendwo da drüben, habe ich das Gefühl, oder? Haben wir jetzt die Blume eingesammelt? Oder haben wir die danach eingesammelt? Ich kann einfach auf die Karte gucken. Ja, Blume haben wir eingesammelt. Alles klar. Ich dachte mir, vielleicht haben wir die Blume nicht nach dem Speichern eingesammelt. Und zwar... oder vielleicht halt... egal, komm. Wir haben sie einfach eingesammelt und fertig. Wo geht's denn hier wieder runter? Irgendwo hier drüben war doch... ein Pfad hier. Nein, ich springe nicht nochmal elegant dran. So, runter hier, Aloy. Ah, shit. Das ist doch voller Springensfeld, Mädel. Ja, nee, nicht irgendwie den Haken anbringen und sich langsam runterlassen. Nee, ich spring vor und hoffe mal bei Gott, dass der Haken sein Ziel trifft. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Nein, ich gehe nicht zur Metallblume hier, wir gehen hier hin. Zur nächsten Brutstätte. Denn ich will auf jeden Fall... kann man irgendwann Donnerkiefer? Kann man irgendwann Donnerkiefer kontrollieren? Ja, ich will Donnerkiefer kontrollieren. Ist das ein Banditenlager? Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist, glaube ich, ein Banditenlager. Aber wir gehen jetzt auf jeden Fall mal zur Brutstätte. Das wird wahrscheinlich wieder der Inhalt der nächsten Folge sein. Und vorher sammeln wir auf dem Weg Schimmerblümchen. Denn ihr wisst, Blümchen regieren diese ganze Welt hier. Das ist wirklich so krass. So, ein Beutel haben wir wieder fast voll. Das ist sehr schön. Hat ja heute Folge wenigstens eine richtig gute, positive Nebeneigenschaft gehabt. Finde ich gut. Wir müssen doch bestimmt darüber. Ey, komm. Schwimm gegen den Strom. Damit solltest du dich doch bitte auskennen, oder? Ich guck nochmal auf die Karte. Wir müssen hier rüber, okay. Dann werde ich außerhalb des Bergs mal angehen. Weil ansonsten verlaufen wir uns wieder mal in der Wildnis und stehen an der nächsten Bergwand an. So wie letztens bei der Brutstätte. Ja, zuerst auf die Karte gucken, Rayon. Das hast du gelernt, ne? So. Wir sind im zweiten Brutbeutel. Brutbeutel, was laber ich denn? Medizinbeutel, so. Ich bin entschuldigt, ich bin gerade aufgestanden. Ah, schön. So, was ist das hier? Reinholz. Nehmen wir auch mit. Pfeile und so. Sind wir jetzt hier beim Weg wieder? Ach, schön. Nee, das ist kein Weg, oder? Oder ist das ein Weg? Ich habe keine Ahnung. Das sieht aus wie ein Weg. Lagerfeuer entdeckt. Lagerfeuer entdeckt wo? Ich habe keine Ahnung. Da ist das Lagerfeuer.
Speichern wir mal schnell. Brutstätte X1. Oh, okay. Rüsten los. Hallo, Freund oder Feind? Kultistenscherge, Feind! Oh shit! Okay, Feind. Eindeutig. Eindeutig, eindeutig Feind. Eindeutig Feind und so, ne? Eindeutig. So. Okay. Wieso besetzen die eine Brutstätte? Warum? Wieso besetzen die eine Brutstätte? Was machen die hier? Oh, Leute. Nee, ich kann die Folge noch nicht beenden. Wir sind ja für 15 Minuten. Na gut. Dann würde ich sagen, stürmen wir noch vorher das Lager. Oder ist das eine Option? Was ist da unten? Was ist da unten? Versuche mich mal reinzuschleichen. Was hinter? Ach, ey, Leute. Okay, dann müssen wir MLG machen. Ich dachte, oh shit. Hier ist einer mit einer Riesenwaffe wieder. Eine Riesenknarre. Will ich haben, will ich haben, will ich haben. Ich will die Waffe haben. Keine Ahnung, was die hier machen, Aloy. Ach du Scheiße. Kannst du mal exploden hier? Alter. Noch Heilung. Und ein Feuerpfeil am besten. So. Und gib mir die Knarre bitte. Dankeschön, sehr nett von dir. So. Jetzt räumen wir hier auf, Leute. Ernsthaft, du ballerst gegen mich? Noch. Das zeige ich dir noch. So. Okay, das kriegt man wirklich nur mit Feuerpfeilen zum Explodieren. Wo seid ihr denn, Leute? Du kannst unserem Griff nicht entkommen. Eurem Griff? Ihr seid gerade nicht in der Führungsposition, ne? Ist euch klar. Okay, da unten sind ja auch noch Leute. Machen wir die doch zuerst. Hallo. Ach. Kleine Amateure. Okay, das grüne Zeug sollte man dort auch mitnehmen. Wüstenglas und Gesundheitstränke jede Menge. Sehr schön. Genesungs- und Gesundheitstränke, sehr schön. Leute, ich bin back am Schlüssel. Das grüne Zeug nehme ich jetzt nicht mit. So. Die sind da drin? Immer wenn ich denke, wir haben hier alles weggeräumt, öffnen sie eine neue Kammer. Bei der Sonne, dieser Ort macht mich krank. Schön weitersuchen. Macht hier mal bitte auf. Sollen sie doch laufen. Vielleicht hat einer der Wächter den Schlüssel. Vielleicht hat einer der Wächter den Schlüssel. Okay, sag mir das doch gleich, Mann. Nein, ich leg die Waffe nicht ab. Das ist meine Waffe. Die behalte ich jetzt. Wie viel Schuss habe ich eigentlich noch? Wow, 12 Stück. Na gut, dann kriegt man 3 Waffen tot. 3 Wachen. Hier. Da ist der Schlüssel. Ey, du kannst nicht springen damit, ne? Okay. Du bist wie ein Panzer. Panzer kommt auch überall drüber, Mann. Leute, ich bin hier. Hallo, habt ihr nicht das Geballer gehört hier draußen oder Männer schreien? Das ist ja unglaublich. Komm raus aus deinem Versteck. Ich hab ihn nicht versteckt, du Dulli. Hallo. Wenn ich hier mit einer Minigun stehe, würdet ihr dann auch einfach stehen bleiben? Du kannst unseren Griff nicht entkommen. Was habe ich hier gerade nicht aufsammeln können? Poliertes altes Amulett. Ja, okay, das ist doch ein bisschen was wert, also... Rohstoffe? Alter, wie viel Zunder wir einfach haben. Ach du Scheiße. Ich rieche das Geld. Was können wir da wegschmeißen, was unnütz ist? Hier, Gänseknochen. Ne, komm hier. Das können wir auf jeden Fall wegmachen. Das können wir auf jeden Fall wegmachen. Das auf jeden Fall auch. Das auch. Den Rest behalten wir erstmal. Nein! Ach, komm, ich will den doch... Ja, ich will den durchsuchen. Will nicht aufsammeln. So, altes Amulett. Lebt denn hier noch jemand oder wie ist das? Noch jemand alive? Irgendjemand? Ich habe noch 7 Schüsse übrig. Ich hab noch Zeit und. Zeit und Geld. Ja. Was ist das hier? Man kann nie Zeug. Zu gut vorbereitet sein. Hey, das sind Panzerwanderbehälter. Leute, hallo. Mit den Leuten hier los? Aber das hier ist doch keine Brutstätte. Oder etwa doch? Das
hier war ja, okay, eine doch. Brutstätte. Aber die Wildnis ist eingedrungen. Und jetzt auch der Feind. Ja, rostiger Schrott. Na, danke. Und jetzt auch der Feind. Alles klar. Ist der Feind denn jetzt auch hier? Hör auf, jetzt zu blitzen. Der Feind ist hier. Leute, ich bin hier. Hallo. Ich trage eine Minigun. Wollt ihr nicht auf mich losgehen, damit ich genau weiß, wo ihr seid? Hallo. Schlechter Tag für einen von uns beiden. Was, wird gerade sein Kopf verfehlt? Komm mal bitte her hier. Ich will nichts verfehlen hier. Ich habe nicht mit. Ich habe nur noch 3 Schuss. Tot. Nächster bitte. Ich schieß nicht auf dich, wenn ich dich nicht richtig sehe. Hi. So. Waffe leer, tut mir leid. Obwohl, habe ich da noch einen Schuss? Einen Schuss habe ich noch, okay. Dann benutzen wir das auch. Nein, ich... Toll, jetzt haben wir es versenkt. Na, klasse auch. Gesundheitstrank, auch schön. So, und hier geht's rein, oder wie? Habe ich denn da oben jetzt noch irgendwas übersehen oder so, weil ich hier einfach runtergesprungen bin? Okay, gucken wir noch schnell. Siehst du mal hier. Ja, doch. Da ist schon ein bisschen was drin gewesen gerade. Mann, ich die Knarre gerne mitgenommen. Kann ich das nicht... Okay, kann ich nicht. Schade. Okay, scheint nicht Witziges zu sein hier. So, dann sind wir hier in der nächsten Brutstätte. Brutstätte X1, erkunde die Brutstätte, untersuche die Anwesenheit der Kultisten. Oh Leute, ich würde sagen, das werden wir uns in der nächsten Folge vornehmen. Und ja, war eine deutlich konstruktivere Folge wie sonst. Also wir haben questtechnisch nicht viel geschafft, aber wir sind rohstofftechnisch weitergekommen. Okay, man kann sich nicht schön reden. Egal, konstruktive Kritik und so weiter ab in die Kommis, damit ihr wisst, wie es läuft. Lasst eine Bewertung da und dann verbleibe ich mit einem Ray und sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute.